Morgen. Es ist ja so, jeder Mensch möchte gut aussehen. Und ja, ich war wieder beim Friseur. Und diesmal, glaube ich, habe ich den Friseur meines Vertrauens gefunden. Vor mir war ein kleiner Junge, der mit meiner großen Tochter in die Kindergarten geht. Und der meinte so, er will eine Frisur wie Cristiano Ronaldo. Der Friseur meinte, ey, kein Problem. Und er schnibbelte hin und her. Und gut, der Kleine sah nicht aus wie Cristiano Ronaldo, aber er hatte eine ziemlich stylische Frisur. Da kam ich an die Reihe und meinte so, ich will eine Frisur wie Ivan Rakitic. Und der Friseur lachte so, kenne ich nicht. Und da meinte ich so, okay, dann machen Sie es einfach kürzer, aber bitte nicht zu kurz. Und wisst ihr, was er da sagte? Das, was er sagte, überzeugte mich, dass ich in den richtigen Händen war. Er sagte, kein Problem, ich mache dir eine Frisur, die richtig gut aussieht. Dann hat er geschnibbelt. Und ich finde, es sieht jetzt nicht verkehrt aus. Ich meine, was soll ich machen? Meine Haare werden immer weniger. Wobei er meinte, du hast genug Haare, aber nicht an den richtigen Stellen. Mein neuer Friseur. Und ja, ich bin ziemlich happy eigentlich nach Hause. Hatte aber natürlich schon Angst, wie meine Mädels urteilen würden. Und meine Frau meinte so, Liebster, das sieht klasse aus. Das sagte sie, bevor ich noch durch die Tür bin. Also sie hat mich eigentlich gar nicht gesehen. Die Große hat einen kurzen Blick auf mich geworfen und hat gemeint, sieht gut aus. Und hat dann weiter Netflix geschaut. Aber die Kleine meinte zu mir, Tata, wie siehst du denn aus? Und ich so, was meinst du? Und die so, du siehst irgendwie komisch aus. Und das hat mir dann wiederum gezeigt, dass das Sprichwort meines arabischen Großonkels einfach wahr ist. You can fool your wife, you can fool your elder child, but you can't fool your youngest child.